Hallo YouTube, in diesem Video möchte ich euch ein neues Spiel vorstellen, und zwar ist das Bad Piggies HD von Rovio. Die haben auch Angry Birds gemacht, haben sich nun ein neues Spielkonzept ausgedacht, das ich euch kurz mal zeigen möchte und euch meine Meinung dazu auch mitteilen möchte. Fangen wir mal an, das Hauptmenü ist relativ schlicht, wie man das von Angry Birds kennt. Die Optik ist auch sehr ähnlich. Das heißt, Einstellung, habt ihr wahrscheinlich eure Achievements oder sowas, genau. Dann habt ihr hier Möglichkeiten zu sharen. Fangen wir mal an, das Ganze sieht momentan so aus. Ihr habt mehrere Level. Ich fange einfach mal hier mit an, habe schon ein paar gespielt, mal angetestet. Und zwar, wie ihr auch schon seht, erinnert das Ganze sehr stark an Angry Birds. Was ihr machen müsst, ihr habt hier ein Level. Das kriegt ihr am Anfang vorgestellt. Und ihr habt hier Teile unten, die ihr benutzen könnt. Also das Pig, das Schwein, ein Holzrahmen, Rollen aus Holz und aus Metall. Und im Prinzip ist das Ganze natürlich sehr an Angry Birds angelehnt. Was ihr machen müsst, ihr müsst versuchen, könnt auch rauszoomen, hier. Ihr müsst also dort unten dorthin. Und was ihr macht, ihr geht dann also hier zu eurem Schwein und versucht dann, machen wir das mal anders, versucht dann das Schwein dorthin zu bringen. Ihr könnt diese ganzen Gegenstände, die ihr habt, hier in diese Felder reinbewegen und müsst dann etwas bauen, was euch dahin bringt. Dann könnt ihr auf Fertig drücken und das Ganze wird dann anfangen loszurollen. Und ihr könnt sehen, wie das funktioniert. Manche Elemente wie diese TNT-Box sind natürlich angelehnt an Angry Birds. Ihr kriegt dafür Sterne, je nachdem wie lange ihr gebraucht habt, wie viele Teile ihr benutzt habt und so weiter. So ist das ganze Spiel aufgebaut. Natürlich unterscheiden sich die Level etwas und ihr kriegt neue Herausforderungen, wie andere Teile zum Beispiel, wie man hier sieht. Das sieht aus wie eine Rakete. Können wir das einfach mal schnell... Mache ich das einfach mal schnell. Nehmen wir mal das mal so. Und ich mache das mal so. Ich weiß nicht so genau, ganz genau. Ist wahrscheinlich das zum Fliegen gedacht oder so. Oh ja, wie man sieht. Genau, Ladung verschossen. Und hier läuft die Zeit oben, wie ihr seht. Ist rot. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Zu dem Spiel selber kann ich ein bisschen was erzählen. Es ist anders als Angry Birds. Es ist auch ein anderes Spiel, klar. Aber ich denke, wenn man an Rovio denkt, dann denkt man auf jeden Fall an Angry Birds. Und dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, wie dieses Spiel aufgebaut ist, weil es doch etwas anders aufgebaut ist als Angry Birds. Da muss ich sagen, wenn ihr absolute Angry Birds Fans seid, dann seid ihr von dem Spiel hier nicht besonders angetan und ihr werdet davon auf jeden Fall nicht so überzeugt sein. Ich weiß nicht, ob das ein Trend wird wie Angry Birds. Ich muss persönlich sagen, dass ich es nicht so unterhaltsam finde wie Angry Birds. Aber trotzdem ist es ein Spiel für zwischendurch und für zu einem Preis von 79 Cent auf dem iPhone und ich glaube 2,39 auf dem iPad ist es auf jeden Fall okay. Die Grafik ist gut, finde ich. Jetzt nicht ultra überragend, aber natürlich bei so einem einfachen Spiel wie Angry Birds oder hier Big Piggies, was soll man da auch großartig erwarten, sage ich mal. Dafür ist es schön gemacht. Das Spiel ist, finde ich, sehr, sehr gut durchdacht. Macht viel Spaß anzuschauen und bereitet auf jeden Fall eine Menge Spielspaß. Und damit bin ich auch mit meinem, sage ich mal, in Anführungsstrichen Review und dem ersten Einblick schon am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video.